Einen wunderschönen guten Tag hier aus Berlin, aus dem Café Karadja. Und es geht noch nicht los. Zum ersten Mal wollte ich euch mal auch so ein Vorgespräch zeigen, damit ihr wisst, wie entstehen diese Interviews und was besprechen wir vorher und nachher. Und jetzt einfach mal kurz dabei sein, bevor im Anschluss das richtige Video kommt. Herr Gysi. Ja. Sie sind gerade angekommen. Ja. Ich habe Ihnen auch kaum eine Frage gestellt. Bisher habe ich Sie gefragt, was Sie im Moment so bewegt. Normalerweise so im Vorgespräch habe ich erstmal so ein paar operative Geschichten. Hier ein Fan von Ihnen, ein Buch von vor 11 Jahren, und hätte das gerne irgendwie signiert. Können Sie sich das vorstellen? Ja klar, mache ich gerne. Super, jetzt brauche ich nur noch ein Stück. Wissen Sie, müssen eins wissen, ich kann ja Vorgespräche nicht richtig leiten. Ja. Ja, die gibt es ja auch beim Fernsehen und so, weil das bringt nicht viel. Fragen Sie mich erst, ich muss manchmal spontan mit komischen Leuten reden und so. Ja, aber ich antworte lieber spontan und werde gefragt und dann erzähle ich meine Geschichten. Und so ein Vorgespräch, dann denkt man, was habe ich eigentlich vorhin gesagt, muss ich das jetzt wiederholen oder nicht? Also das lenkt mich eigentlich ab. So, was soll ich denn reinschreiben? Hat für Herbert aus Köthen. Herbert. Na, woher ist es ja egal. Ne? Witzig, meistens sagen Politiker, dass sie die Vorgespräche nicht mögen. Ist das Künstler wahr? Lieben das. Ja, vielleicht. Es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Politikern und Künstlern. Reichliche Unterschiede. Was haben wir denn heute für einen Tag? 24. Andererseits gibt es ja auch hier Leute, die sagen, sie wären Künstler und kein Politiker. Tja, ich weiß immer nicht, ob das abwertend oder schätzend gemeint ist. Aber ich halte ja von Künstlern mehr als von Politikern. Ja? Na klar. Wer ist denn so Ihr Lieblingskünstler? Ach, das ist ganz verschieden. Es gibt jetzt sogar eine Sängerin, die mir gefällt, die moderne Musik macht. Die heißt denn die Lara oder so? Kann die so heißen? Könnte sein. Ja, die singt fantastisch, finde ich. Nein, ansonsten mag ich klassische Musik. Ich mag Belletristik, also von dem einen mehr, von dem anderen weniger. Lese auch gerne Kriminalromane. Mit Kindern gehe ich auch gerne in den Zirkus und sehe die staunenden Augen. Zauberkünstler mag ich auch. Ich haben Sie nicht letztens in so einem Kindergarten hier gearbeitet? Ja. Wie war das so? Das war deshalb sehr schön, weil ich Ihnen eine Geschichte erzählt habe, ein Märchen, das Sie kannten, und eine Geschichte erzählt habe, die Sie nicht kannten. Und das ist ja ein riesiger Unterschied. Wenn du ein Märchen erzählst wie Schneewittchen, das Sie kennen, wirst du ja permanent korrigiert, weil sie die eine Stelle anders kennen, etc. Und dann habe ich ihnen die Geschichte von Paul allein auf der Welt erzählt und die kannten sie nicht. Und Kinder können so fantastisch staunen, wie man das später völlig verlernt. Und die waren ja so 3, 4, saßen dann alle mit solchen riesigen, staunenden Augen da. Schon das macht mir großen Spaß. Und dann waren wir natürlich im Wald draußen, haben wir Essen gemacht. Und ich habe natürlich festgestellt, dass die Frauen, die dort arbeiten, eine harte, schwere Arbeit haben und dafür eigentlich ziemlich schlecht bezahlt werden. Aber ich mag Kinder und ich finde, das ist ein traumhaft schönen Beruf. Wie ist das so unter Parteikollegen? Da gibt es ja so Leute, die man schätzt und nicht. Gibt es so von anderen Parteien Leute, die sie auch so besonders schätzen? Ja, na klar. Also bloß weil man politisch übereinstimmt, muss man sich ja nicht gegenseitig sympathisch sein. Für mich ist immer der Charakter das Entscheidende, nichts anderes. Und natürlich kenne ich Leute auch aus anderen Parteien, zum Teil auch ganz gut. Und mit zum Beispiel Lothar de Maizière bin ich ja auch befreundet. Das ist ja bei mir nicht davon abhängig, in welcher Partei jemand ist, sondern wie er sich verhält, wie er auftritt, ob er zuverlässig ist oder unzuverlässig ist. Davon ist das abhängig. Nur so viele Freunde in anderen Parteien hat man dann natürlich auch wieder nicht, weil man ihnen ja viel zu selten begegnet. Es ist auch, ich werde immer gefragt, ob ich mich in eine Frau aus der Union verlieben könnte. Mein Gott, an eine solche Frau komme ich gar nicht nah, hat genug heran. Und außerdem würden wir uns anschließend so zoffen, dass ich auch nicht weiß, ob es gut ginge. Also, wie ist es, wenn man in der eigenen Partei sich verliebt? Man sucht sich immer was Naheliegendes, ja klar. Man sucht sich immer was Naheliegendes. Wie ist es da, wenn man Spitzenämter hat und in der eigenen Partei sich ineinander verliebt? Tja. Müssen Sie mal jemanden fragen, wenn das gerade passiert ist. Bei mir ist das schon länger her. Da wollte ich nicht so unhöflich sein. Ich habe ja die Frau Wagenknecht da gehabt. Ich habe nur gefragt, wer bei denen kocht, so im Vorgespräch abends. Und
dann habe ich natürlich frech danach gefragt, wer dann serviert, aber das fand sie dann gar nicht witzig, ja. Ich zum Beispiel den beiden wünsche ich wirklich jedes Glück. Und Sie sehen ja, die brauchen auch mehrere Anläufe. Ich auch. Das ist auch alles gar nicht so einfach. Es ist ja nicht schwer, sich zu verlieben. Dafür kann man ja nicht, das entscheidet die Natur oder von meinetwegen auch Gott. Aber das aufrechtzuerhalten, daraus eine dauerhafte, funktionierende, interessante, auch spannende Beziehung zu machen, das ist die eigentliche Schwierigkeit. Ich war ja viele Jahre auch als Scheidungsanwalt tätig, früher in der DDR. Und da habe ich immer eins festgestellt, wenn die Leute ein Eigenheim gebaut haben, ach, da waren die beschäftigt, da funktionierte alles, da lief alles. Und dann war es fertig und dann saßen sie da und konnten mit sich nichts mehr anfangen. Und dann kam ganz oft die Scheidung. Und dann beschwerten sich die Männer, dass sie das Haus nicht kriegen, wo sie doch so viel gebaut haben, aber die Frau hatte die Kinder. Leidet man da mit? Dabei nicht. Also wenn ich um das Vermögen anderer Leute heulen müsste, das geht zu weit. Nee, ich meine um die Beziehungen und die Gefühle, ja, die da... Man leidet bei ganz anderen Sachen. Zum Beispiel, wenn es einen tiefen emotionalen Streit um Kinder gibt. Furchtbar. Weil du weißt, wie das auch immer entschieden wird, damals bekam ja immer nur einer das Sorgerecht. Heute können sie das ja beide haben, aber einer hat das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Das heißt, bei demjenigen ist dann das Kind. Und das ist Leidenschaft. Und deshalb mache ich heute Ehescheidung nicht mehr. Da gibt es auch keinen 24.12., da wirst du immer angerufen. Das verstehe ich auch. Die Leute sind dann völlig wirr. Und Strafrecht. Strafrecht können auch Leidenschaften. Wir fangen hier gleich mit dem Interview an. Gibt es so bestimmte Sachen, die Ihnen, wo Sie sagen, darüber will ich eigentlich gar nicht reden? Ja, über meine privatesten Dinge rede ich selbstverständlich nicht, auch nicht mit Ihnen. Hören Sie mal zu, dann müssen wir uns ja viel besser kennen. Also was die Zuschauer vorher nicht gehört haben, ist, hier ist unsere besondere Liebe zu Friedmann. Jetzt waren Sie mir so nah. Ja, was? Aber ohne Anfassen. Kurz vor dem Kuss sozusagen. Nein, natürlich. So, aber wissen Sie, Sie können mich das alles fragen, da antworte ich dann einfach nicht. Sehen Sie mal, es ist ja die Kunst von Politikern, auf eine Frage etwas zu antworten, was sie gar nicht gefragt haben. Das kann ich auch. Das Spannende ist, Sie haben ja auch mal eine Zeit lang Fragen gestellt und das auch aufgeschrieben und haben festgestellt, dass Fragen manchmal schwieriger ist als Antworten. Ja. Woran liegt das? Ja, vieles ist schwieriger von dem, was man nicht kennt und was so leicht wirkt. Ich habe einen Freund, der ist Journalist und der schrieb dann immer so einen kleinen Text. Und da habe ich gesagt, was denn, und dafür bezahlen die dich 2 Wochen lang oder sowas? Und diese Scherze mochte er gar nicht. Und dann durfte ich für eine Zeitung, den Berliner Kurier, jede Woche einen kleinen Kommentar schreiben, aber wirklich nur so winzig, wie ich sollte mir immer das Thema überlegen. Nach 3 Wochen fiel mir überhaupt nichts mehr ein. Ich dachte, mein Gott, was schreibt man da nur? Da wusste ich erstmal, wie schwer das ist. Das ist dann besser, wenn dir ein Thema vorgegeben ist, dann weißt du wenigstens, worüber du etwas schreiben sollst. Und dann gibt es so einen Lieblingsbrief von Karl Marx an Friedrich Engels, der schreibt ja, leider habe ich keine Zeit, deshalb schreibe ich dir einen langen Brief. Das stimmt. Sich kurz zu fassen, kostet viel mehr Zeit. Also mit anderen Worten, sowas bewundere ich zum Beispiel. Und viele andere Dinge auch. Und immer, wenn man plötzlich etwas machen muss, was man noch nie gemacht hat, stellt man erst fest, wie schwer das ist. Bis dahin denkt man immer, es ist so leicht. Zum Beispiel Moderator. Das ist sehr schwer, ein Streitgespräch zu führen mit 4, 5 Leuten. Das ist ungeheuer anstrengend. Und das Schlimme ist, dass ein Moderator sich ja nicht wirklich für die Sache interessiert, weil der muss ja alles ordnen, die Zeit muss stimmen, er muss darauf achten, dass der auch mal rankommt und jene rankommt und so weiter. Und dann gibt es noch den Lanz, der kann sich gar nicht mal für die Sache interessieren, ne? Wissen Sie, nein, das trifft die alle und das mache ich Ihnen nicht mal zum Vorwurf, sondern das ist eine andere Verantwortung. Während ich zum Beispiel im Deutschen Theater eben ein Einzelgespräch führe, das heißt, ich habe nur einen Gast und es geht um seine Sicht auf das Leben und auf andere Dinge und ich führe dieses Gespräch 1,5 bis 2 Stunden lang, sodass richtig Zeit besteht. So was gibt es sonst gar nicht mehr in Deutschland. Weder im Rundfunk noch im Fernsehen wird etwas mit so viel Zeit gemacht und es ist wirklich, man kann sagen, fast immer ausverkauft. Die Leute interessieren sich dafür und die finden das spannend, obwohl es so einen ganz anderen Stil hat, ohne jedes Tempo, ohne jede Hetze, ohne schnell da eine Frage, da eine Frage, da eine Frage. Das ist mir eigentlich sehr recht.
Komplimente mache ich ja im Interview nicht. Jetzt haben wir das Vorgespräch. Ich habe letztens mit einem Gast geredet, mit dem Professor Gerke. Der war mal mit Ihnen auf einer Veranstaltung, hat er mir erzählt, in Hamburg vor lauter Kaufleuten. Und er hat gesagt, das gibt's nicht. Dieser Gysi, das gibt's einfach nicht. Ich habe da so einen schönen Vortrag vorbereitet. Das war meine Zielgruppe. Und ich habe das so gut gemacht. Und dann kommt er einfach, stellt sich dahin und macht ein Witzchen hier und ein Witzchen da und kriegt Standing Ovations. Wie ist es eigentlich? Also, ob wir uns inhaltlich näher sind oder nicht, wie ist es, nehmen es einem Leute übel, wenn man sie irgendwie so, zumindest auf der rhetorischen Ebene oder menschlichen Ebene, deklassiert? Das ist ja nicht meine Absicht, jemanden zu deklassieren. Aber natürlich, die Leute nehmen sehr viel übel, weil wir alle auch von Neid geprägt sind. Wenn einer was besser kann als man selber, ist man schon neidisch. Oder man kriegt dann so eine Souveränität wie ich im etwas höheren Alter, wo einem das wurscht ist. Also meine Stärke zum Beispiel, als ich Parteivorsitzender war, bestand daran, dass ich Stellvertreter hatte, die waren zum Teil gebildeter als ich. Das stört mich überhaupt nicht, weil ich immer genügend Selbstbewusstsein habe. Ich weiß, was ich kann und ich habe überhaupt nichts dagegen, dass der andere was anderes besser kann. Im Gegenteil, das ergänzt sich. Aber es gibt viele Leute, die das nicht mögen. Letzte Frage, bevor wir mit dem Interview anfangen. Ach, ich dachte, wir sind schon im Interview. Das immer noch vorgespräch. Dann wird es erst richtig hart. Ja, gerade weil Sie es nicht mögen, dachte ich mir, machen wir es richtig lang. Ja. Es, das wird ja schon aufgezeichnet. Gibt's irgendwie, ich bin ja auch Dienstleister. Sie dürfen das ja alles dann zeigen, verstehen Sie? Insofern denke ich, es ist ein bisschen schon klar. Der Anwalt geht nicht raus aus Ihnen. Nee. Das, gibt es irgendwas, womit ich Ihnen Gefallen tun kann im Interview? So eine Frage stellen, auf die Sie warten oder so, was Sie gerne beantworten würden? Ich stelle keine Frage. Fragen Sie nicht. Nee. Dazu bin ich zu souverän. Finde ich sportlich und zum Teil sogar selbstbewusst. Richtig. Dann danke ich erstmal für dieses Vorgespräch. Ich bedanke mich auch bei der Kamera, bei der jungen, hübschen Frau dahinter und bei Ihnen für das Vorgespräch. Nun hoffe ich auf ein Interview. Ja. Und gleich gibt's das Interview mit Gregor Gysi. Bis gleich. Einen wunderschönen guten Tag hier aus Berlin, aus dem Karaja. Und mein Gast vor der Sommerpause ist Gregor Gysi. Und das Thema, reden wir mal über Gott und die Welt. Schönen guten Tag. Ich grüße Sie, Herr Gysi. Wie geht's Ihnen? Ich grüße Sie auch. Mir geht's ganz gut. Sie waren da ein bisschen in Abstimmungsprozessen drin über ESM und so weiter. Wie hat Ihnen denn das gefallen? Ach, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich meine, die junge Generation, das muss ich sagen, die wird viel europäischer als meine. Ich glaube, dass auch viel mehr junge Leute Englisch sprechen, sodass sie sich verständigen können, auch in Frankreich, in Spanien, in Portugal. Aber wir haben die einfachste Sache nicht begriffen in der Politik. Also, wenn ich eine Nachbarin habe, dann möchte ich ja, dass es ihr gut geht. Aber wenn ich ihr Geld leihe, dann möchte ich noch mehr, dass es ihr gut geht. Denn nur wenn es ihr gut geht, kriege ich auch mein Geld zurück. Und wir geben Geld und sorgen dafür, dass es den Leuten schlecht geht. Und dann kriegen wir natürlich auch nichts wieder. Ich verstehe den Schwachsinn nicht. Viele sagen ja, sie müssen das schlecht finden als Oppositionspartei und der Klassenkampf und so weiter. Was glauben Sie, warum so Leute wie Frank Schäffler oder Hertha Däubler-Gmelin, warum die sagen, jetzt ist Schluss? Naja, weil sie das Gefühl haben, dass das Grundgesetz verletzt wird. Also ich sag mal, der Bundestag hat eine Budgethoheit, die verliert er zum Teil. Die Lösungen in Europa sind ja weder sozial noch demokratisch. Da macht man sich ja Sorgen, wohin geht dieses Europa. Ich sag mal, die Art, wie der vorhergehende Ministerpräsident in Griechenland oder der in Italien eingesetzt wurde, alles olle Banker, die plötzlich da Ministerpräsident wurden, ohne Wahlen. Das hat ja mit Demokratie nichts zu tun. Überall werden die Löhne gesenkt, die Renten gesenkt. Das macht ihr Sorgen. Und deshalb gibt es Leute, die sagen, hier ist irgendwie das Ende der Fahnenstange erreicht. Ich kenne von denen keinen, der nicht mehr Europa will. Aber er will es anders. Und deshalb sind wir auch beim Bundesverfassungsgericht. Sie haben natürlich recht. Als Opposition muss man immer gegen die Regierung sein. Oder zumindest muss man versuchen, Alternativen aufzuzeigen. Nur SPD und Grüne maulen immer rum und stimmen allem zu, was die Regierung zu Europa vorschlägt. Die Einzigen, die wirklich dagegen stimmen, sind wir, weil wir glauben, es ist der falsche Weg. Ich habe mich erst letztens mit Sven Giegold unterhalten und mit ein paar anderen Grünen, die finden ESM richtig gut. Woran liegt denn das? Also die Grünen waren noch mal ein bisschen anders. Ja, das liegt daran, dass die Grünen intern einem erklären, dass man nur so regierungsfähig ist.
Okay. Das ist zu verführerisch. Wer ist denn schuld? Sollte man sich nicht richten. Wer ist denn schuld an dieser Euro-Krise? Naja, es heißt immer, wir haben eine Staatsschuldenkrise. Das klingt so, als ob die Staaten so viel Geld ausgegeben haben, und zwar für soziale und andere Zwecke. Das ist falsch. In Wirklichkeit haben uns die Banken und Hedgefonds und die Spekulanten in eine Krise gestürzt.